Hallo und willkommen zu dieser Kollektivlegung für alle 12 Sternzeichen. Ich freue mich, dass du hier bist und wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir aktuell bzw. zur nächsten Zeit mitgeben können. Und wir starten dabei mit dem schamanischen Traumdeck. Also lass uns schauen, was erwartet dich hier? Was kommt auf dich zu? Welche Themen, welche Energien sind aktuell bzw. demnächst relevant für das YouTube-Kollektiv, für alle 12 Sternzeichen? Welche Nachrichten, welche Botschaften sollten die 12 Sternzeichen empfangen? Was ist hier relevant für dich? Worauf solltest du hingewiesen werden? Und da haben wir als erstes den Flussgeist mit dem Thema Auf zu neuen Abenteuern. Außerdem die Zusammenkunft mit dem Thema die Macht der Gemeinschaft und das Irrlicht mit dem Thema im Schatten verborgene Schätze. Ich glaube, du befindest dich gerade auf einer Art Schatzsuche. Du scheinst einen verborgenen Schatz zu finden, indem du die Macht der Gemeinschaft nutzt. Ich habe das Gefühl, dass du dich aktuell oder in der nächsten Zeit anderen Menschen anschließen sollst, mit anderen Menschen verbünden sollst, weil ihr so gemeinsam diese verborgenen Schätze finden könnt. Ich habe das Gefühl, hier gibt es eine Möglichkeit oder irgendein Abenteuer, was sich dir offenbart. Und damit du das komplette Potenzial entfalten kannst, was in dieser Situation verborgen ist, glaube ich, sollst du mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Beziehungsweise, ich hatte gerade das Bedürfnis, mir das nochmal genau anzuschauen. Hier steht Zusammenkunft drauf. Hier geht es nicht unbedingt nur um, ich sag mal, Kooperation in beruflicher Hinsicht oder sowas in der Richtung, sondern mit der Zusammenkunft geht es um eine Art Treffen. Ich kann mir vorstellen, wenn du aktuell oder in der nächsten Zeit, nimmst mit, wie der Zeitraum für dich resoniert, okay? Das kann die nächste Woche sein für manche, das kann der nächste Monat sein. Schau mit, wie es sich für dich richtig anfühlt. Aber wenn du irgendwozu eingeladen bist, auf irgendwelche Veranstaltungen gehst oder so, ich habe das Gefühl, dass sich dadurch dir etwas offenbaren könnte oder dass du Bindungen aufbauen könntest zu Menschen, mit denen du gemeinsam etwas finden kannst. Es ist so, als würdest du dich gemeinsam mit Menschen auf eine Art Abenteuer begeben. Und vielleicht kommt das Ganze erst durch diese Zusammenkunft hier ins Rollen. Oder vielleicht planst du gemeinsam mit Menschen hier eine Zusammenkunft, eine Veranstaltung, irgendwas Besonderes. Würde mich nicht wundern, wenn hier manche zum Beispiel irgendeine Party planen oder einen Urlaub planen oder sich tatsächlich demnächst mit Menschen irgendwie zu etwas Besonderem treffen oder zusammenfinden. Das Wort Klassentreffen ist gerade irgendwie durchgekommen. Oder ja, irgendeine Familienfeier, wo du Menschen triffst, die du lang nicht gesehen hast. Vielleicht könnten manche tatsächlich derzeit irgendwie verreisen. Aber das fühlt sich super, super spannend an, weil in dieser Situation irgendwie neue Möglichkeiten verborgen sind. Beziehungsweise vielleicht ist diese Zusammenkunft selber etwas, was für dich irgendwie neu ist, etwas Spannendes ist, weil du an so etwas noch nie teilgenommen hast oder weil du neue Menschen kennenlernst oder ja, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, wenn du verreist, vielleicht dann irgendwo hin, wo du vorher noch nie warst, aber das fühlt sich wirklich abenteuerlich an und selbst wenn du jetzt noch sagst, ich habe keine Ahnung, was das für ein Abenteuer ist, ich würde dir raten, viel Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, rauszugehen, was zu unternehmen, weil sich dadurch dir neue Möglichkeiten bieten könnten und eben diese im Schatten verborgenen Schätze. Lass uns schauen, was die The Muse Tarotkarten dir noch mitgeben können. Was sind sonst noch wichtige Nachrichten an die 12 Sternzeichen?
Welche Energien oder Situationen kommen hier auf dich zu? Womit könnte das Kollektiv hier resonieren? Und schau natürlich immer drauf, dass das, was du hier hörst, ja, mit dir resoniert. Hör auf deine eigene Intuition, nur du kannst wissen, was hier für dich passt und was nicht. Denn das hier ist eine allgemeine Legung, die nicht mit jedem zu 100% resonieren kann und wird. Aber ich vertraue darauf, dass hier hilfreiche Nachrichten für dich dabei sein werden. Wir haben hier zuerst einmal die Herrscherin, eine sehr schöne Karte. Außerdem die Stärke-Karte, eine weitere große Arcana-Karte. Das Sternzeichen Löwe könnte hier für manche durchkommen, sowie mit der Todkarte das Sternzeichen Skorpion. Und wir haben hier noch die 10 der Inspiration. Lass uns die Karten der Reihe nach durchgehen. Wir starten mit der Erklärung der Herrscherin. Wofür steht die Herrscherin hier beim Kollektiv aktuell bzw. in der kommenden Zeit? Welche Nachrichten, welche Botschaften sollten hier auf jeden Fall übermittelt werden? Zur Herrscherin haben wir die 8 der Münzen. Ich sehe, dass manche hier aktuell an ihrem Selbstwert arbeiten könnten, Selbstbewusstsein arbeiten könnten. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Selbstbewusstsein im Allgemeinen, sondern vielleicht merkst du, dass du in einem spezifischen Lebensbereich oder so gewisse Unsicherheiten hast. Ja, vielleicht hast du nur Unsicherheiten, wenn es um die Arbeit geht, dass du da irgendwo nicht so viel leistest, wie du solltest, oder dass andere irgendwie besser sind als du. Ja, aber im Allgemeinen bist du vielleicht selbstbewusst. Und du arbeitest jetzt eventuell daran, genau in diesem spezifischen Bereich dein Selbstbewusstsein zu stärken. Okay, und es kann für manche irgendwie das Aussehen, das Auftreten sein, womit du so ein bisschen haderst. Für manche kann es sein, dass du bei einer Kennenlernphase immer extrem unsicher bist, wenn du potenzielle Partner kennenlernst. Oder für manche kann es sein, dass dir früher irgendwie eingeredet wurde, dass du gewisse Eigenschaften hast, die negativ sind oder so. Und jetzt versuchst du, diese Blockaden irgendwo zu lösen und genau in diesen Bereichen dein Selbstbewusstsein zu stärken. Und ich denke, dass es funktioniert, weil du dir selber erlaubst, Dinge von einer anderen Perspektive zu betrachten, weil du dir selber erlaubst, zu sehen, dass du vielleicht doch erfolgreicher, intelligenter, hübscher, empathischer bist, was auch immer es für dich ist. Aber ich habe das Gefühl, dass manche hier eine spezifische Unsicherheit überwinden könnten und da starkes Selbstvertrauen aufbauen könnten. Auch wenn es um deine Fähigkeit geht, dich Veränderungen anzupassen oder mit Veränderungen zu arbeiten, dich auf Veränderungen einzulassen, könntest du daran arbeiten, das besser zu schaffen. Ja, mit dem Ritter der Stäbe sehe ich hier, dass manche einfach offener werden für Veränderungen, dass manche selbst in herausfordernden Situationen einfach dieses Selbstvertrauen haben und deshalb eben auch offen dafür sind, dass Dinge manchmal vielleicht anders laufen als geplant. Ja, hier kommt so ein bisschen durch, dass manche vielleicht in der Vergangenheit so ein kleiner Kontrollfreak gewesen sein könnten, weil es vielleicht eine Unsicherheit gab, dass wenn Dinge mal so ein bisschen abweichen, alles schief laufen könnte. Aber du hast dir dieses Selbstvertrauen, dass selbst wenn Dinge anders laufen als geplant, du das Ganze trotzdem noch rocken wirst. Okay, also sehr, sehr schön. Das heißt, selbst wenn hier irgendwelche Veränderungen auf dich zukommen oder Abenteuer, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, dann lässt du dich jetzt kopfüber darauf ein, anstatt davor zurückzuschrecken. Aber ich glaube, dass viele sich diese Offenheit für Veränderungen, für alternative Herangehensweisen erstmal erarbeiten und aufbauen mussten,
weil das vielleicht nicht immer so war. Ich glaube, manche erlauben sich hier auch, sich zu verändern. Das heißt, neue Wege einzuschlagen im Leben oder ich sag auch mal an deiner Persönlichkeit Dinge zu verändern. Vielleicht warst du früher, keine Ahnung, schüchtern, aber das heißt nicht, dass es in Zukunft auch so sein muss. Oder vielleicht, ja, warst du früher eher der Alleingänger und hast jetzt aber wirklich auch Lust, mehr mit Menschen, ja, zu unternehmen und dich unter die Leute zu mischen. Es kann auch genau das Gegenteil sein, wenn du sagst, früher war ich, sag ich mal, für alles und jeden irgendwie zugänglich und erreichbar. Vielleicht merke ich jetzt, dass ich mich wirklich mehr auf mich selber fokussieren möchte. Aber du erlaubst dir, dich zu verändern. Und selbst wenn andere Menschen dich bloß auf eine bestimmte Art und Weise kennen und erwarten, dass du auch in Zukunft so bist, ich glaube, dass du dich davon nicht beeinflussen lässt, sondern dir selber erlaubst, dich, wie gesagt, zu verändern, flexibel zu sein, dich in neue Richtungen zu entwickeln. Sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass es hier ein Feuersternzeichen gibt. Löwe, Widder, Schütze, was dich sehr attraktiv findet. Sagen wir es so. Ich will es einfach nur mal anmerken. Ich sehe hier jetzt noch nicht unbedingt mehr als das Durchkommen. Aber so ganz am Rande, ja, habe ich das Gefühl, dass es hier jemanden gibt, der dich attraktiv findet. Aber mit dem Gehängten habe ich jetzt noch nicht unbedingt das Gefühl, dass diese Person das extrem stark ausdrückt. Oder vielleicht muss diese Person erstmal einen Weg finden, auf dich zuzugehen. Oder ich weiß nicht, eure Verbindung in eine Richtung zu lenken, die passend wäre. Lass uns die Stärkekarte ansehen. Worum geht es hier mit der Stärkekarte bei dir in der nächsten Zeit? Was sollten die 12 Sternzeichen noch wissen? Was sind da relevante Botschaften, die du erhalten solltest? Und hier haben wir zur Stärkekarte das Ass der Schwerter, das Rad und die 7 der Münzen. Hier könnte sich die Kommunikation zwischen dir und jemandem in eine neue Richtung entwickeln. Du könntest neue Klarheit erhalten. Und ich habe das Gefühl, du hast darauf gewartet mit der 7 der Münzen. Diese Sanduhr fängt nicht jetzt erst an zu laufen, sondern die Hälfte ist schon hier runtergerasselt. Und du hast vielleicht darauf gewartet, dass sich in der Kommunikation zwischen dir und einer Person oder Institution oder wie auch immer etwas tut, dass sich etwas weiterentwickelt, dass du wichtige Infos erhältst, Klarheit erhältst darüber, wie es in Zukunft weitergeht. Und ich glaube, genau das wirst du hier erhalten. Es scheint eine starke Vorwärtsentwicklung zu geben. Und ich glaube, da musstest du Geduld beweisen, aber jetzt könnte es an der Zeit sein, dass es hier tatsächlich Fortschritt gibt. Ja, also wenn du auf irgendeine Antwort, irgendeinen Brief oder sowas von der Institution wartest oder darauf, dass irgendwie ein Schriftverkehr in den Gang kommt, das könnte jetzt langsam passieren. Was heißt langsam? Für manche auch schnell. Könnte jetzt auf jeden Fall passieren. Und aber auch wenn es um deine persönlichen Beziehungen geht, wenn es da einen Kontakt, einen Austausch gibt, auf den du wartest, könnte der sich hier entwickeln. Und wenn du darauf warten musstest, ich habe das Gefühl, dass du bloß darauf warten musstest, weil es erst der richtige Zeitpunkt kommen musste. Mit dieser Sanduhr habe ich immer das Gefühl, es geht hier darum, das richtige Timing für etwas zu finden. Und das richtige Timing wurde hier gefunden oder wird hier gefunden, besser gesagt. Und dadurch kann es jetzt einfach diesen Durchbruch in der Kommunikation geben. Und das muss nicht heißen, dass diese Kommunikation vorher komplett zum Erliegen gekommen ist. Es kann auch sein, dass du bereits im Austausch hier zum Beispiel mit jemandem stehst, aber dass das, was du wissen möchtest, jetzt klar und deutlich kommuniziert wird.
dass du eine Antwort auf etwas erhältst, zum Beispiel. Lass uns die Todkarte ansehen. Wofür steht die hier bei dir aktuell oder zur kommenden Zeit? Was solltest du hier zur Todkarte wissen? Die steht allgemein für Transformation, für Veränderung, für neue Lebensabschnitte, aber auch dafür, Alte hinter sich zu lassen. Lass uns das genauer anschauen. Das ist mir zu allgemein. Okay, wir haben die 5 der Münzen dazu. Und die Hohepriesterin sowie der Knabe der Kelche kommt raus. Okay, wir haben hier Wasserenergie. Krebs, Skorpion, Fische könnten für manche hier relevant sein, was das angeht. Ich weiß nicht, hier kommt für mich so ein bisschen durch, dass irgendetwas früher abgelaufen ist als geplant oder gedacht. Ich weiß nicht, was das ist. Oder etwas früher kaputt gegangen ist oder es früher Probleme gab in etwas. Ich weiß nicht, ob das deine eigene Hürde hier ist. Oder von jemandem in deinem Umfeld. Es könnte für manche auch jemand Jüngeres geben, besonders wenn es ein Wassersternzeichen ist, der hier vielleicht finanzielle Probleme hat oder dem irgendwas kaputt geht oder ich weiß nicht genau. Ich habe das Gefühl, irgendwas muss ersetzt werden. Warte, lass uns das genauer ansehen. Das ist mir irgendwie noch zu unklar hier. Was ist das genau? Für die 12 Sternzeichen, was sich hier abspielt. Okay, okay. Also hier haben wir jede Menge positive Karten, was schön ist. Ich glaube, letzten Endes wird sich diese Situation in eine gute Richtung entwickeln. Das sieht mir jetzt nicht komplett hoffnungslos aus oder so. Zum Beispiel, mal angenommen, es geht irgendwas kaputt oder es sind irgendwelche Reparaturen nötig oder so. Ja, es könnte erstmal auf den Geldbeutel drücken zum Beispiel. Aber ich denke, was dabei rumkommt, ist sehr, sehr gut, sehr, sehr erfüllend und erfolgreich. In dem Sinne, was auch immer hier ersetzt wird, wird danach wahrscheinlich besser funktionieren oder vielleicht auch irgendwo, ich sag mal, effizienter sein als vorher. Wenn es hier nicht unbedingt um was Materielles oder Finanzielles geht, dann kann das sein, dass hier in einer Beziehung etwas ersetzt werden muss. Vielleicht irgendeine Verhaltensweise. Ich weiß nicht genau, wie es mit dir resoniert. Ich habe das Gefühl, jemand muss einen Ersatz finden. Wenn du irgendwie, ich sag mal, Angestellte hast oder Menschen hast, mit denen du zusammenarbeitest, kann es sein, dass diese Person vielleicht irgendwie kündigt oder aufhört oder sowas und du dafür einen Ersatz finden musst. Aber wenn dem so ist, dann wird vielleicht die Person oder das Unternehmen, mit dem du danach zusammenarbeitest, wesentlich besser sein. Also ja, ich glaube nicht, dass es dich freuen wird, wenn hier etwas ersetzt werden muss. Aber ich glaube, dass es einiges leichter machen könnte danach. Und in einer Beziehung, ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr irgendeine Art Ritual oder so, was ihr aus irgendeinem Grund nicht mehr durchführen könnt. Aber vielleicht wird das ersetzt durch ein viel besseres neues Ritual, was ihr erschaffen könnt.
Ich hoffe, das macht einigermaßen Sinn. Irgendwas wird hier ersetzt. Und auch wenn das erstmal eine Herausforderung ist, einen guten Ersatz zu finden und mit der Situation umzugehen, glaube ich, dass es danach tatsächlich sogar besser sein könnte als vorher. Und was hier irgendwie auch durchkommt, ist, dass du Dinge vielleicht mit deiner Versicherung abklären solltest, wenn hier irgendetwas zu Schaden kommt. Vielleicht bist du versichert, vielleicht kann irgendwas hier übernommen werden. Vielleicht bist gar nicht du die Person, die hier, sag ich mal, für etwas aufkommen muss oder etwas lösen muss. Vielleicht gibt es jemanden, der dir dabei helfen kann, etwas zu lösen, etwas zu ersetzen, etwas zu reparieren. Lass uns die 10 der Inspiration ansehen. Wofür steht die hier bei dir? Was solltest du zur 10 der Inspiration wissen? Was kommt sonst noch auf das Kollektiv zu? Und da haben wir die 7 der Schwerter. Und die 10 der Kelche. Was sehr schön ist. Ich habe das Gefühl, für manche geht es ja um dieselbe Situation. Etwas, wo du vielleicht dachtest, du hättest mehr Zeit oder so. Aber das Ganze fügt sich definitiv zum Besten. Wir haben hier zweimal die 10 der Emotionen, beziehungsweise zweimal die 10 der Kelche. Und das ist eine Karte, die definitiv für Erfolg, für Glück, für Harmonie steht. Selbst wenn dich etwas kurzfristig stresst, glaube ich, dass es hier eine super zufriedenstellende Lösung gibt und dass etwas vielleicht sich leichter lösen lässt als gedacht. Ja, ich sehe hier für einige eine externe Person, die irgendwie weiterhelfen könnte. Vielleicht jemand aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Hier kommt Feuerenergie durch, Löwe, Widder, Schütze. Kann natürlich auch deine eigene Energie sein. Aber ja, ich finde es interessant, weil wir ganz am Anfang gesagt haben, die Macht liegt in der Gemeinschaft, in der Zusammenarbeit. Du wirst dieses Abenteuer wahrscheinlich nicht alleine angehen. Und wir sehen das hier relativ oft bei dir in den Karten, dass zum Beispiel hier der Kontakt, der Austausch mit jemandem eine neue Klarheit oder Antworten bringt. Und hier Unterstützung von anderen Menschen könnte dir dabei helfen, eben etwas zu ersetzen, etwas zu reparieren, etwas Besseres zu finden, etwas Besseres aufzubauen. Ich habe das Gefühl, dass es für manche hier ein Projekt gibt. Vielleicht renovieren hier tatsächlich manche irgendwo ein Haus oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass das hier eine verborgene Möglichkeit ist. Auch wenn du vielleicht erstmal das Gefühl hast, okay, ich muss hier eine schnelle Lösung finden. Ich glaube, dass es nicht wirklich eine schnelle Lösung sein wird, sondern etwas langfristig sehr zufriedenstellendes, was dabei rumkommt. Ich habe das Gefühl, dass sich hier Dinge relativ schnell weiterentwickeln könnten, relativ plötzlich weiterentwickeln könnten. Dass du auch das Gefühl hast, schnell irgendwo handeln zu müssen oder Entscheidungen zu treffen. Aber trotz dieser Schnelligkeit, wir haben es am Anfang hier gesagt, in der ersten Spalte, du hast diese Selbstsicherheit, du weißt, egal was auf dich zukommt, du kannst damit umgehen, selbst wenn es anders läuft als geplant. Und ich würde fast behaupten, wenn hier nicht irgendetwas, ich sag mal, ersetzt werden müsste oder repariert werden müsste oder verändert werden müsste, dann würdest du vielleicht diesen Erfolg gar nicht so schnell bekommen, wie du ihn jetzt erhältst. Ja, dann würdest du vielleicht gar nicht daran denken, dass es hier eine Veränderung braucht oder dass du auf diesem Wege zum Erfolg finden kannst.
Ich hoffe, das macht Sinn, aber ja, ich glaube, wenn hier irgendetwas sich scheinbar zum Negativen entwickelt, das ist bloß der Schein, weil du wirst hier eine Lösung finden, die besser ist als das, was vorher da war in dieser Situation. Und ich glaube sogar, dass du in dieser Aufgabe, diese Sache zu verändern, sehr aufgehen kannst und eine gewisse Erfüllung finden kannst. Im Schatten verborgene Schätze. Ich glaube, während du daran arbeitest, etwas so gesehen wieder gerade zu biegen, etwas zu lösen, etwas zu erneuern. Entschuldigung dafür. Während du das tust, offenbaren sich diese im Schatten verborgenen Schätze, die du niemals gefunden hättest, wenn du nicht darauf aufmerksam gemacht worden wärst, dass sich hier etwas verändern muss. Okay, wie gesagt, ich denke, du wirst das Ganze nicht alleine meistern müssen. Wir haben hier starke Feuerenergie, Löwe, Widder, Schütze, besonders Sternzeichen Löwe und Wasserenergie, Krebs, Skorpion, Fische, besonders Sternzeichen Skorpion kommt hier durch. Ich glaube, das wird eine spannende Zeit, weil sich hierdurch auch irgendwo vielleicht eine neue Aufgabe herauskristallisiert, der du dich hingeben kannst und die dir auch eine Menge Spaß und Freude bereiten kann. Und wenn es um die Liebe geht, für manche habe ich das Gefühl, dass ja auch eine Beziehung erneuert werden könnte. Sei es eine Beziehung, in der du steckst, wo du sagst, irgendwie ist vielleicht so ein bisschen das Vertrauen angeknackst worden oder etwas schiefgegangen oder etwas ist so ein bisschen verloren gegangen oder funktioniert nicht mehr so, wie es vorher war. Das ist hier für dich vielleicht eine Möglichkeit, deinem Partner, deiner Partnerin näher zu kommen. Oder vielleicht ist es sogar jemand, den du so ein bisschen aus den Augen verloren hast oder jemand, mit dem du gar nicht mehr zusammen bist. Dennoch würde ich sagen, hier gibt es eine Möglichkeit, das zu erneuern. Natürlich muss deine Person da auch mit im Boot sitzen, aber hier gibt es eine Möglichkeit, etwas zu erneuern und in wesentlich zufriedenstellendere Bahnen zu lenken. Lass uns jetzt noch eine Starseed-Karte dazulegen. Was können dir die Starseed-Karten noch mitgeben? Was ist die letzte wichtige Botschaft zu dieser Legung an das Kollektiv, an alle 12 Sternzeichen? Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du den Link zu meinem Shop unten in der Infobox. Ja, wir haben hier jetzt die Karte Water Your Garden. Bewässere deinen Garten. Nourishment, Body Care, Tenderness and Rest. Hier geht es darum, dass du dich um deinen Körper kümmern sollst. Ich habe fast das Gefühl, dass die Karte letztes Mal auch rausgekommen ist. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Wie dem auch sei, du sollst dich um deinen Körper kümmern, dir selber genügend gesunde Ernährung gönnen, Bewegung gönnen, Schlaf gönnen, Freizeit. Was auch immer dir gut tut, hör da ganz auf deinen Körper und seine Signale. Selbst wenn es hier eine Menge gibt, was irgendwo erledigt werden muss oder was sich vorwärts bewegt in der nächsten Zeit und ich sehe, dass du fließt mit diesen Veränderungen, nimm dir trotzdem einen Moment zwischendurch Zeit für dich und hör, wie gesagt, auf die Signale deines Körpers und darauf, was er braucht von dir. Aber auch hier, wenn du diesen Garten bewässerst, wenn du dich um etwas kümmerst, dann kann daraus etwas Wunderbares entstehen. Und ich glaube, es ist an der Zeit. Aber das kann ein richtiges Abenteuer werden. Okay. Ich bin gespannt, und hoffe natürlich, dass du was für dich aus dieser Legung mitnehmen konntest. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Und ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Resttag. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist.